Hui, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, Friends of Minerveltown. Stimmt, ich kann sonntags immer das Event mit Popori sehen eventuell, aber es darf dabei kein Sommer sein. Aber der Sommer ist bald schon vorbei und deswegen können wir bald das Event mit Popori auch bestaunen. Ich möchte erstmal die Macht meiner Udon-Suppe spielen lassen. Mensch, danke, du bist echt genial. Gerne, Zack. So. Hallo, was ist denn los? Ich möchte gerne Dimitrir schenken. Ah, du bist ein guter Mensch, ja? Du hast mich glücklich gemacht. Bitteschön. Okay. Dann mache ich mich jetzt nochmal auf zu den Wichteln. Jetzt kommt nämlich etwas nervige Arbeit hier zusammen. Ich muss alle Wichtel belabern und sie bitten, dass sie wieder bei mir die Felder gießen. Eventuell reicht es sogar inzwischen auch nur, wenn ich das 3 machen lasse. Wäre eigentlich mal eine Option, aber am Ende kann ich auch einfach alle bitten. Also 4. Um Hilfe bitten. Felder gießen. Ja, machen wir wieder hier 7 Tage. Warum auch nicht, ne? Ja. Genau. Mach das mal. Sehr schön. Kommen hier weiter. Um Hilfe bitten. Felder gießen. 7 Tage. Stimmt, genau. Hat die dasselbe? Um Hilfe bitten. Felder gießen. Und das auch 7 Tage. Okay, und zu guter Letzt auch noch beim Winze. Um Hilfe bitten. Felder gießen. 7 Tage. Okay. Perfekt. So, jetzt kriegt ihr alle nochmal ein bisschen Mehl ins Gesicht geklatscht. Danke, das mag ich sehr. Bitteschön. Wow, danke. Vielmals danke. So. Yeah. Wie gut ich mich um euch kümmere. Das ist unglaublich. Es ist ein Glück, dass ihr alle Mehl gerne mögen. So, okay. Wie sieht's generell aus jetzt hier? Wer ist euer Liebling, ne? Wer ist euer Liebling? Niemand. Doch, hier bei Aqua. Wup, wup. Wup, wup. Aqua und ich, ne? Wir sind die coolsten hier. Wup, wup. Zwischen uns läuft's. So, wie läuft's bei Zack und mir? Kann ich ja so schneller runtergehen, ein Glück. Oh, Zack, der holt bald Mugi ein. Ich muss bei Karen noch gucken. Ich kann nicht fassen, dass mir bei Karen noch so viele Freundschaftspunkte fehlen. Das kann doch nicht sein. Ich guck gerade mal, was mag denn Karen so? Die mochte doch so ganz komische, schwierige Sachen. Ja, genau, Fried Potato. Also, Pommes. Muss ich das herkriegen? Und Popcorn. Recipe learned from Kai. Steht da. Okay, habe ich vielleicht sogar schon Popcorn gelernt? Muss ich gleich mal gucken. Schauen wir mal, ob ich Popcorn machen kann. Oh, hallo Carter. Hier, bitteschön. Wir sind zwar schon übelst gut befreundet, aber naja, man kann sich ja nie genug einschleimen. Gerade bei den Geistlichen. Ja, ich spiele gerade nebenbei den Laptop meiner Oma neu auf. Macht man halt mal so nebenbei, wenn man Let's Plays aufnimmt. Ganz normale Sache das. So, kann ich heute Mugi kurz sehen? Das geht sogar. Mugi, Udon, für dich. Oh, mein Lieblingsgeschenk, vielen Dank. Tja, jetzt sind Mugi und ich beste Freunde, hoffe ich. Ich bin wahnsinnig, ich weiß. Yeah. Wuhu. Gut, so. Karen. Oh, Kappa muss ich vielleicht auch ein paar Mal noch besuchen. Das bringt, glaube ich, nicht allzu viel. Weil mit Kappa, er freut sich immer noch oder guckt mich immer noch doof an, wenn ich da mal eine Gurke reinschmeiße. Und das war's auch schon. Magst du Äpfel? Ich habe gerade leider kein Ei dabei oder sowas. Oh, ist das für mich? Danke. Bitteschön. So. Neo. Oh Mist, ich muss auch noch hier ernten und gießen, fällt mir gerade ein. Ah, hey. Ach nee, geerntet habe ich schon. Jetzt muss ich noch alles bewässern. Bäh. Na gut. Aber die größere Frage ist, kann ich Pommes herstellen? Alles bewässert hier, ja. Jetzt mal erstmal ganz kurz die Ananässer. Immer noch offiziell vermischter Plural von Ananas. So. Schauen wir mal, ob Popcorn geht. So,
Popcorn. Ja, wir haben Popcorn. Das kann ich ja ein bisschen so mal machen. Fünfmal einfach mal. Da wird sich Karen natürlich auch sehr drüber freuen. Lecker. Knusprig und lecker. Gesalzen, gesüßt, mit Honig oder Zucker oder Salz. Die Japaner haben übrigens ein bisschen ausgefallen und die machen auch mal sowas wie... Keine Ahnung, ich habe, als ich in Disneyland Tokio war, also in Japan halt auch, hatten sie alle möglichen Geschmacksrichtungen bei Popcorn. Da hatten die auch so was wie Curry-Geschmack und sowas halt. So, die machen da alles Mögliche dran. Ich glaube, süß ist auch weniger. Ich glaube, ich hatte auch Popcorn mal mit Zimtgeschmack, aber das ist ja eher unüblich. Da verrückt die Leute. Was ist denn hier los? Ne, ich gucke mich gerade noch. Ja, bitte, bitte, bitte. Guck, nimm mal das Zeug aus der Kiste. Mach einfach. Sacky Boy. So. Jetzt habe ich hier hart umkämpft alles selbst gemacht. Sind die Tiere überhaupt draußen? Hab ich die nicht rausgeschickt? Ich vergessen, die Tiere rauszuschicken. Ups. Ah, ne, sie sind draußen. Nur gut versteckt und verteilt. Natürlich. Ich muss Unkraut mitnehmen. Zum Glück wächst nicht so viel Unkraut, wenn ich hier so ganz viel Gras anpflanze. Das ist schon eine kleine Entlastung. Dann laufen wir mal alle paar Tage rüber, nimmt mal die paar, keine Ahnung, die drei Büschel mit und gut ist, ne? So, okay. Ist klar, das war's dann auch schon für heute. So. Morgen ist Montag. Das heißt, ich kann morgen eventuell endlich mal mit Marie das letzte Event haben. Na, schauen wir mal, ob das klappt. So. Okay. Es müssten ja auch wieder die kleinen Kerlchen hier kommen. Sehr gut. Und bist du groß geworden, Rizarus? Ein richtiger Blob. Sonst auch. Oh. Okay. Eine einzelne Ananas ist fertig geworden. Cool. Danke, Spiel. Das kommt so ein bisschen aus dem Nichts. Okay, wie sieht's hier aus? Aha, 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 aha. Okay, das merke ich mir. Mal knuddeln. Ups. Ups. Nee. So. Jojo. Kotilus. Nienchen. So. Eigentlich, ich bin hier fertig mit der Zucht, ne? Generell. Ich vergewissere mich schon mal ganz kurz. Ja. Ihr könnt alle maximal 10 Herzen kriegen und guckt mal. Kenia, die sticht gerade echt raus, aber... Oh, Jojo aber auch. Ja, schauen wir mal. Wer hier als erstes von euch 10 Herzen erreicht, wird dann noch ein bisschen dauern, befürchte ich schon fast. Was sagst du? Du hier alles aus. Lass dich doch mal knuffeln. So, sonst irgendwer hier? Nö. Okay, alles klar. Ich hab eine Ananas und ich weiß sie einzusetzen. Hui, so. Oh, nee, sie wird direkt geknuddelt werden. So. Hallo, Heiji. Immer lieb sein, ja? Sieht noch jemand? Nein. Dum, 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 dum. So. Ah, da sehe ich auch schon die Käsemaschine. Aha. Schauen wir gleich mal. Probieren wir die gleich mal aus und machen einen leckeren Käse. Mal gucken, wie viel Geld der bringt. So, noch 4 Tage, Carina. 4 Tage, kannst du das glauben? Ich auch nicht. So. Jetzt müsste ich aber mit allen durch sein, ne? Es müssten alle geknuddelt worden sein. Man kann zum Glück auch hier mal durchgucken. Ja, geknuddelt und gebürstet. Ich muss eigentlich gar nicht so viel machen. Ihr habt ja alle schon maximale Zuneigung, von daher. Außer Carina, da ist natürlich schon Luft nach oben. So, okay. Füttere ich euch mal. Also bei Carina ist auch maximal, aber wenn Carina ein Kind kriegt, meine ich, dann werden das ja 8 Herzen sein, potenziell. Das wird doch super. Und dann irgendwann 10 eines Tages. In keine Ahnung, wie vielen Generationen, aber erst. So, okay. Kann ich irgendjemand von erscheren? Nee. Gut. Ich mache mit dem Melker ran. So, machen wir mal den Käse und gucken, wie viel er bringt. Und
Wirft gleich alles rein. 2 Stück Käse. Mal gucken, für wie viel ich die 2 Stück Käse verkaufen kann. 380 das Stück. Oder? Immer beides, ne? Ne, eins immer jeweils. Naja, genau. Ja, 760 ist schon ganz nice, ne? Ich meine, 760 haben oder nicht haben. Das täglich ist schon ganz fresh. So, gibt's hier noch irgendwas Neues? Ich befürchte schon fast. Nein. Okay. So, wichtige Frage, die ich mir jetzt mal stelle. Wo ist Raxu? Komm schon. So, den suche ich gleich noch. Ich würde auch mal eventuell wieder dazu neigen, etwas Holz bzw. Oh, das sehe ich schon. Stein zu sammeln. Kann ich auch gegebenenfalls etwas offscreen machen. Muss man mal gucken. Ich habe gerade auch gesehen, zum Beispiel das Pommes-Rezept, das finde ich irgendwann beim Angeln mit einer Methylangel. Da muss ich wohl dann nochmal ganz viel angeln und hoffen, dass ich da was Entsprechendes finde. Schauen wir mal. So. Mach mal so. Weil ich ein bisschen Angst habe, die Zeit zu verpassen. Denn das Zeitfenster, bei dem ich das Event mit Marie sehen kann, ist doch recht klein. Wir müssen am besten schon 11.40 Uhr da sein. Mach ich mich am besten bald schon auf. Lass mich hier noch das ganze Zeug mitnehmen. So, das Brotgras nehme ich mir erst auch noch mit. Das kann ich mit fast Basil da ist. Ich gleich auch in die Hand drücken, dann freut er sich. Ups. Hey! Jetzt. Noch her. Hier. Herre damit. Zack. Ist hier noch was? Oh, ein bisschen Blaukraut. Ah! Hallo, Harris. Ich habe hier noch Kastanienreis für dich. Oh, das ist aber ein tolles Geschenk. Bitteschön. Bin ich mit Harris jetzt eigentlich maximal befreundet? Wo ist er denn? Da. Nee, da ist noch Luft nach oben. Dieser Mann braucht noch oft Kastanienreis. So, Pferd. Wo ist mein Pferd? Hi, Gott. So, Pferd. Pferd, ich brauche dich jetzt. Ganz schnell. So. Oh Gott, wir müssen uns beeilen. Wobei, ja, wir haben noch eine kleine... Noch ein bisschen Zeit haben wir, aber ich mache gerne ein bisschen Stress. So, los geht's. Lalalalalala, vielleicht klappt das so, wie ich mir das vorstelle. Nein, jetzt. Dankeschön. Nee. So. Ach, Gott sei Dank, das war richtig. Gut. Ach, das ist ein Problem. Das ist es wirklich. Hey, Yume. Hallo, Yume. Wenn du gekommen bist, um Marie zu sehen, vergisst du das besser. Ich weiß nicht, was das Problem ist, aber Marie hat gerade furchtbar schlechte Laune. Wirklich. Sie will mit niemandem reden. Sie schmollt nur still vor sich hin. Sie ist in einem schwierigen Alter. Vielleicht spricht sie ja mit jemandem, der ähnlich alt ist wie sie. Ich hab's, Yume. Könntest du irgendwie herausfinden, was mit ihr los ist? Du bist so ziemlich die einzige Person, die wir darum bitten können. Bitte, würdest du uns helfen? Ach, was für eine Erleichterung. Wir zählen auf dich. Begib dich in die 2. Etage. Dort ist Marie. Das Ding hat 2 Etagen, also insgesamt 3 Stücke. Also, nee, 1. Etage, 2. Egal. Das haben meine Eltern dir also gesagt? Es tut mir so leid, dass du damit reingezogen wurdest. Ich habe überhaupt keine schlechte Laune. Ich sollte es ihnen auch erklären. Also lass uns lieber runtergehen. Ihr habt das missverstanden. Ich habe nur das Thema für meinen nächsten Roman nachgedacht. Oh, das war alles? Ach, ich war mir praktisch sicher, dass wir dich verärgert hatten. Tut mir leid. Schon okay. Was viel wichtiger ist, hast du dich schon für ein Thema entschieden? Nun, nein, noch nicht. Hast du irgendwelche guten Vorschläge, Yume? Mir fällt gerade überhaupt nichts ein. Wie wäre es mit Arbeit auf der Farm? Wie wäre es mit Basils Arbeit? Mit Arbeit auf der Farm. Heureka, das ist es. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Oh, das ist einfach perfekt. Und du hast einen Profi hier, den du befragen kannst. Das ist eine großartige Idee. Hey, ich würde dich gerne ein paar Sachen fragen. Hast du gerade Zeit? Gut, jetzt bring mir bitte alles bei, was du weißt. Zuerst.
Hm, okay, ich glaube, das ist es. Danke, dass du meine Fragen beantwortet hast. Oh, schon so spät. Hm, entschuldige, dass ich es so lange aufgehalten habe. Ach, aber jetzt bin ich inspiriert genug, um einen großartigen Roman zu schreiben. Ich werde besonders hart arbeiten, um dir all deine Hilfe zurückzuzahlen. Yay. Gut. Damit haben wir das auch schon erledigt. Oh, damit haben wir jetzt auch mit Marie alle Events gesehen, die man sehen kann. Jetzt fehlen meines Wissens nach wirklich noch Ellie und Pupuri. Und dann sind wir mit allen durch. Oder fehlt mir bei den Männern noch was? Ich gucke am besten später nochmal die Männer durch. Ich glaube, ich würde erstmal die Frauen abarbeiten. Also was ich weiß, ist, dass ich Kyle's Section abgearbeitet habe. Da geht er nur im Sommer. Und da war es mir wichtig, das jetzt auf jeden Fall schon zu machen. So. Dann müssen wir weiterschauen. Na, werden wir dann sehen. So, sonst noch irgendwas? Nup. Hier kann ich nichts weiter mitnehmen. Aber ich kann ja nochmal in den Wald gucken. Da müsste es ja eigentlich auch noch hier und da etwas an Gestein geben. Ich möchte ja irgendwann gerne, nun ja, mein Haus ja ausbauen. Und da vielleicht noch ein Doppelbett reinstellen. Ihr versteht. Ach da. Es ist so dunkel und ich habe immer das Licht im Nacken. Ich glaube, ich habe mich schon oft gerechtfertigt. Ich kann hier im Dunkeln halt kaum was erkennen. Das ist halt echt schwierig. So. Sage ich gerade auf irgendwas effektiv ein? Ja. Perfekt. Zack. Hui. Perfekt. So, ich weiß gar nicht, was eigentlich jetzt es bringt, die Methylachse noch weiter zu verbessern, weil ich hau ja schon mit einem Schlag die Bäume um. Dass ich vielleicht noch einen halben Schlag brauche oder so. Ich weiß es nicht genau, was quasi hier eine Stein der Weisen, mystisches Erz, was auch immer, Axiom, wie auch immer man das nennen mag. Wozu man die bitte braucht, weil mythisch ist ja eigentlich schon das Maximum, was gehen sollte. Bei allem anderen ist vielleicht noch Luft nach oben, weil zum Beispiel beim Hammer, da könnte das auf einen Schlag reduziert werden. Die Sichel, Gießkanne und Hacke und so, die könnten ein noch größeres Gebiet abdecken. Sichel, Hacke, Gießkanne, genau. Und die Angel, die kann da vielleicht noch eher seltene Sachen irgendwie fangen. Ich weiß nicht, so. Okay, ich guck mal durch. So. Okay, ich guck noch mal ganz kurz. 250 Steine, das dauert noch ein bisschen. Aber Holz haben wir schon fast zusammen. Meine Güte, wow. Das ist gut. Und zack. Tada! Oh nein, heute ist ein Sturm. Nein! Oh nein, wir sind ja eingesperrt. Das gibt's doch nicht. Dann kann ich direkt nochmal schlafen gehen. Während des Sturms kann man leider nicht rausgehen. Uff, uff. Noms, noms. So. Heute hat Zack Geburtstag. Da kriegt einmal Udon von mir. Aber da kann er sich echt drauf freuen. Der wird super. So, heute ist auch sonniges Wetter und es ist Mittwoch. Dann kann ich heute eventuell mit Ellie das Liebesevent noch haben. Das ist sehr gut. Alles klar. Mal gucken, wie schlimm es hier aussieht. Hi. Und. Ach, es geht. Hier ist eigentlich soweit alles fit. Krass. Und ich kann vor allem nochmal richtig krass Ananas ernten. Huiuiuiui. Das wird da lustig. Gut. Dann bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zusehen und sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Bye.